Wir schauen nach Frankreich. Dort sind aus Protest gegen die geplante Rentenreform wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Dazu gab es auch heute wieder Streiks bei der Bahn, an Schulen und bei Energieversorgern. Die Regierung von Präsident Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Eine der größten Demonstrationen dagegen findet heute in Paris statt. Und zugeschaltet eben aus Paris ist unsere Korrespondentin Friederike Hofmann. Sie beobachtet die Lage dort. Friederike, es gibt ja nicht nur, muss man sagen, auf der Straße Radau wegen der Demonstrationen. Aber wie sieht es momentan dort bei Ihnen aus? Also in Paris ist bestes Demonstrationswetter. Die Sonne scheint, aber es gibt auch insgesamt 200 Demonstrationen im ganzen Land. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie viele Menschen jetzt wirklich auf der Straße sind. Gerade eben kam die erste Zahl von der Gewerkschaft, dass 400.000 hier in Paris sind. Erfahrungsgemäß sind diese Zahlen immer sehr hoch gegriffen. Die Behörden glauben, dass heute etwas weniger Menschen in ganz Frankreich auf der Straße sind als beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren es mindestens 1,2 Millionen Menschen im ganzen Land. Es wird ja auch streikt und dort sieht man, dass dort die Streikbereitschaft etwas nachgelassen hat. Wenn man sich jetzt beispielsweise die SNCF, also die Eisenbahn, anschaut, da sind das heute 25% der SNCF-Mitarbeiter, die streiken. Das waren in den letzten Wochen deutlich mehr. Ähnliches beobachten wir auch bei den Lehrern oder zum Beispiel beim Stromanbieter ÖDF. Also die Zahlen werden so gegen Abend erwartet, aber insgesamt von den Streikenden ist es weniger als in den letzten Wochen. Es ist nicht nur ordentlich was los auf der Straße, sondern auch heute in der Nationalversammlung. In der Assemblée Nationale. Was war da los? Ja, das ging gestern los, dass über das Gesetz diskutiert wurde. Und es ging richtig zur Sache. Der Arbeitsminister hat versucht, diese Rentenreform vorzustellen. Er ist kaum zu Wort gekommen. Die Parlamentspräsidentin hat mit Ach und Krach geschafft, das Plenum zur Ruhe zu bringen. Also sie hat gesagt, wir sind hier nicht auf einer Demo, wir sind hier in der Nationalversammlung. Die Opposition hat ganz deutlich gemacht, dass sie alles dafür tun wird, dieses Gesetz zu verhindern. 20.000 Änderungseinträge sind eingegangen. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Es könnte aber auch diese Änderungseinträge, die könnten auch nach hinten losgehen. Denn es gibt so eine gewisse Regelung in der Verfassung, die die Regierung ziehen könnte, um die Debatten in der Nationalversammlung zu verkürzen. Und wenn sie diesen Paragraphen zieht, würde das bedeuten, dass wenn sich beide Kammern bis Ende März nicht geeinigt haben, sie Verordnung diese Rentenreform durchbringen können. Also das sind auf jeden Fall spannende Debatten, die wir gerade beobachten. Womit begründet eigentlich die Regierung Macron diesen, man muss sagen, erneuten Anlauf, die Rentenreform durchzubringen? Also es ist das zentrale politische Versprechen von Emmanuel Macron, schon in seiner ersten Amtszeit, aber jetzt auch in seiner zweiten Amtszeit. Es geht um Defizite im Rentensystem. Auch Frankreich ist vor dem demografischen Wandel nicht gefeit. Das heißt, auch hier werden die Menschen älter. Es ist ein Umlagesystem, ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung zahlt für die nicht mehr arbeitende Bevölkerung. Und dieses System wird laut Regierung eben außerhalb des Gleichgewichts kommen. 2030 rechnet man mit einem Defizit von 14 Milliarden Euro. Das hat der Arbeitsminister gestern in der Nationalversammlung noch mal betont. Und der Regierung geht es darum, perspektivisch ein funktionierendes System und ein ausgeglichenes System zu schaffen und steht deshalb so hinter dieser Rentenreform. Man wundert sich ja vielleicht aus deutscher Sicht aus verschiedenen Positionen heraus. Zum einen, wenn es das zentrale Versprechen Macrons ist und die Mehrheit Macron gewählt hat, fragt man sich, warum jetzt so viele dagegen sind. Und zum anderen, aus deutscher Sicht sind diese Rentenregeln ja wirklich gar nicht so streng. Wir haben das ja schon längst viel strenger bei uns. Warum ist das nicht so nachzuvollziehen? Ja, das sind verschiedene Punkte. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Rente mit 60, das hört sich ja noch absurder an als mit 62 oder 64 aus deutscher Sicht, Rente mit 60 wurde Anfang der 80er Jahre eingeführt und das war so eines der zentralen Punkte der sozialen Bewegung, also einer der großen Errungenschaften. Und man merkt jetzt, dass man sich Schritt für Schritt davon entfernt. Also das ist ja jetzt nicht die erste Rentenreform, die in Frankreich passiert. Jetzt reden wir von der Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64, also man entfernt sich immer weiter von diesen 60 Jahren. Gleichzeitig wird die Reform auch als recht ungerecht empfunden. Ein Punkt dabei ist, dass es zwei Währungen gibt, wann man in Rente gehen kann. Zum einen dieses Renteneintrittsalter von 62 auf 64. Gleichzeitig muss man aber 43 Jahre Beiträge eingezahlt haben, um die volle Rente zu bekommen. Das heißt, es wird als ungerecht empfunden, wenn man das eine erreicht, aber das andere noch nicht. Da wird aktuell auch darüber verhandelt. Die Regierung hatte auch schon etwas Entgegenkommen gezeigt. Gleichzeitig gibt es in Frankreich aber auch viele Menschen über
60, die aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, weil sie zum Beispiel arbeitslos geworden sind. Nur 30% der Menschen über 60 arbeiten in Frankreich. In Deutschland sind es doppelt so viele. Und viele haben natürlich Sorge, dass wenn das Renteneintrittsalter jetzt erhöht wird, dass sie in diese Arbeitslosigkeit über 60 fallen und deshalb gar nicht genug Eintrittsjahre an Einzahlungen liefern können, um überhaupt eine volle Rente zu bekommen und dadurch auch verlieren. Deshalb wird diese Reform bei vielen als sehr ungerecht empfunden. Und die Debatten und auch die Demonstrationen, die könnten das Land weiter spalten. Was könnte denn politisch daraus werden? Wirklich ein weiterer Ruck Frankreichs nach rechts oder vielleicht ganz in die andere Richtung, nach extrem links? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Also in der Nationalversammlung hat Macron keine eigene Mehrheit, um das Gesetz durchzubringen. Das heißt, er ist angewiesen auf Stimmen von den Republikanern zum Beispiel. Da ist gerade die Verhandlung in Details, inwieweit er diese Stimmen überhaupt bekommen kann. Im eigenen Lager gehen einige seiner treuen Gefährten flöten, weil sie sagen, diese Reform wollen sie nicht mittragen. Also das ist die eine große Frage. Zum anderen gibt es eben die beiden Oppositionsgruppen, zum einen vom rechten Rand, zum anderen vom linken Rand. Die bedienen jetzt mit dieser Stimmung im Parlament natürlich erstmal ihr eigenes Klientel. Die große Frage ist, ob es ihnen gelingen wird, das durchzusetzen. Und vor allem zeigt sich gerade, dass bei der Rechtsaußenpartei Rassemblement National, die sich sehr zurückhalten und dort möglicherweise als klügerer vom Feld ziehen als beispielsweise die Linken. Aber politisch ist das alles noch völlig offen. Friederike Hoffmann, vielen Dank für die Einordnung. Danke nach Paris.